Hisbollah-Chef Sheikh Hassan Nasrallah bei israelischem Luftangriff getötet. Mehrere Tote nach russischem Angriff auf medizinisches Zentrum in Sumy. Letzte Wahlkampfveranstaltungen vor den Parlamentswahlen in Österreich. Der Chef der Hisbollah, Hassan Nasrallah, ist tot. Das bestätigte die israelische Armee auf Ex, ehemals Twitter. Der Chef der EU-Außenpolitik, Joseph Borrell, hat davor gewarnt, dass der Nahe Osten auf einen ausgewachsenen Krieg zusteuere. Im Anschluss an eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Gazastreifen sagte Borrell vor Reportern in New York, er bedauere, dass keine Macht in der Lage zu sein scheine, Benjamin Netanyahu zu bremsen. Diese Äußerungen fielen zeitgleich mit einem Angriff des israelischen Militärs auf das Hauptquartier der Hisbollah in den südlichen Vororten von Beirut. Bei den Angriffen wurden mindestens 2 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Die iranische Botschaft in Beirut verurteilte die Angriffe mit den Worten, dass sie eine ernsthafte Eskalation darstellen, die die Spielregeln verändert. Der erhoffte Waffenstillstand, damit Utopie. Nach der gezielten Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah durch Israel hat die Europäische Union Fluggesellschaften geraten, den libanesischen und israelischen Luftraum im kommenden Monat zu meiden. Die Luftangriffe und der Raketenbeschuss zwischen Israel und der Hisbollah dürften eskalieren. In ihrer Empfehlung warnte die EU vor einer allgemeinen Intensivierung der Luftangriffe und einer Destabilisierung der Sicherheitslage. Das libanesische Verkehrsministerium wies ein iranisches Flugzeug an, nicht in seinen Luftraum einzudringen, nachdem Israel die Luftverkehrskontrolle in Beirut gewarnt hatte, es werde Gewalt anwenden, falls das Flugzeug lande. Der irakische Premierminister hat nach dem Tod Nasrallahs eine 3-tägige Staatstrauer erklärt. Irans Führer Ayatollah Khamenei hat das Vorgehen Israels scharf kritisiert. Bei 2 aufeinanderfolgenden russischen Angriffen auf ein medizinisches Zentrum in der ukrainischen Stadt Sumy wurden nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens 9 Menschen getötet. Nach Angaben des ukrainischen Innenministers folgte dem ersten Angriff ein 2. Angriff Russlands, während Patienten und Mitarbeiter evakuiert wurden. Zusätzlich zu den mindestens 9 Menschen, die bei den beiden Angriffen getötet wurden, wurden 12 Menschen schwer verletzt. Russland soll Shade-Drohnen gegen die Einrichtung eingesetzt haben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Sumy ist etwa 32 Kilometer von der russischen Region Kursk entfernt, wo ukrainische Truppen seit Wochen stationiert sind, um den militärischen Fokus des Kremls von der Frontlinie in der Ukraine abzulenken. Die meisten österreichischen Parteien haben ihre letzten Wahlkampfkundgebungen vor den Parlamentswahlen am Sonntag abgehalten. Umfragen sehen die Freiheitliche Partei von Herbert Kickl an der Spitze. Ihm werden 28% der Stimmen prognostiziert. Die FPÖ wirbt mit dem Motto Österreich zuerst. Doch sollte die Partei keine absolute Mehrheit erlangen, könnte es schwierig werden, Koalitionspartner zu finden. Auf dem 2. Platz liegt die konservative Österreichische Volkspartei unter der Führung des amtierenden Bundeskanzlers Karl Nehammer. Bei seiner Wahlkampfveranstaltung schloss er eine Koalition mit der Freiheitlichen Partei aus und forderte seine Anhänger auf, für ihn zu stimmen, um zu verhindern, dass die Rechtspopulisten an die Macht kommen. Die Sozialdemokratische Partei unter der Führung von Andreas Babler liegt in der Umfrage an 3. Stelle und wird voraussichtlich etwa 20% der Stimmen erhalten. Ihre letzten Wahlkampfveranstaltungen finden am Samstag statt.